Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Video. Und für jeden, der heute zum ersten Mal reinschaut, this is me, Julia Möller. Ich bin Deutsche, aber wohne schon seit 10 Jahren in Amerika. Ich liebe es zu singen. Hit the jackpot, 'cause I'm betting it all on you. Und Filme mit meiner besten Freundin Sophie zu gucken. Aber am allerliebsten mag ich meinen selbstgemachten Frozen-Joghurt. Und ich blogge über alles, was mich so beschäftigt. Meine Schule ist mega cool. Ich wurde sogar 3-mal zur Schönheitskönigin gekürt. Und mein Nachbar ist Justin Bieber. Spaß. Ich habe alles, was ihr Mädchen braucht. Naja, noch mehr Follower auf meinem Kanal wären schön. Mein Leben ist eigentlich perfekt. Was? Umziehen? Zurück nach Deutschland? Ins Land der Schlager, der Lederhosen und der Bratwurst? Hier. Dies für dich. Dann bin ich immer ein bisschen bei dir in Deutschland. Da gibt's doch auch Internet, oder? Ja. Wir FaceTime. Jeden Tag. Ich vermisse dich jetzt schon. Ich dich auch. Willkommen in Deutschland. Heute ist mein erster Schultag. Wusstet ihr eigentlich, dass Deutschland ungefähr 30 Mal in die USA passt? Hier ist alles etwas kleiner. Das wird eine Umstellung. Manchmal sollte man die Dinge nicht unnötig hochpushen. Stell dich den Tatsachen, Julia. Ein neues Land heißt auch neue Freunde. Und dafür habe ich meinen super 3-Stufen-Plan. Erstens, zieh ein Outfit an, das einen unvergesslichen ersten Eindruck hinterlässt. Zweitens, nimm was Leckeres zu essen mit. Und drittens, sorg für einen großen Auftritt. Humboldt-Gymnasium, hier komme ich. Geht's? Ja, danke. Hi, ich bin Julia. Neu hier. Zelda, schon immer hier. Willst du einen Muffin? Sind die etwa selbst gemacht? Ja, Regel Nummer 2. Nimm was Leckeres zu essen mit. Wer hält sich also an Regeln? Was ist nur Regel Nummer 1? Trag was, das einen unvergesslichen ersten Eindruck hinterlässt. Hey, Jungs! War das eine Bisonherde? Der Sport Squad. Sport Squad? 98% Muskeln, 2% Gehirn. Hallo? Von was von dem Planeten kommst du? Aus Amerika. Na dann, herzlich willkommen auf dem Humboldt-Gymnasium. Einer Welt voller Mitläufer. Jeder, der hier cool sein will, schließt sich einer Gruppe an. Einer Squad. Zum Beispiel der Sport-Squad, der Vlogger-Squad, der Selfie-Squad oder der Technik-Squad. Mit Maxi. Computerfreak, Meister der Zahlen und milchsüchtig.
Susi, die jeden Code knacken kann und Kryptokönig Yannick, den wirklich keine Firewall der Welt aufhält. Dann ist da noch die Hip-Hop-Squad. Und nicht zu vergessen, die Fangirl-Squad. Die Zocker-Squad. Und klar, die Zwillings-Squad. Und die allerschlimmsten, die VIP-Squad. Allen voran Stella Finkenstedt, die Anführerin. Sie hat nur ein Ziel im Leben, angebetet zu werden. Dafür hat sie ihre beiden Minions. Mercedes, die zwischen den Ohren nichts als Luft hat und alles dafür tun würde, eine Misswahl zu gewinnen. Und Sascha, der dafür sorgt, dass die Regeln der VIPs an der Schule befolgt werden. Na, Zelda, versuchst du in Kontakt mit echten Menschen zu kommen? Talk to the finger. Girls, ich glaube, wir haben es hier mit einer GOS zu tun. Einer was? Girl ohne Squad. Ich glaube, die hat echt perfekte Maße. Damit wäre sie eigentlich voll gutes VIP-Material. Oder auch nicht. Schätzchen, um zu checken, ob du wirklich zu uns gehörst, stell ich dir erstmal ein paar Fragen. Fragen? Besitzt du einen Roller? Nee. Aber in Amerika hatte ich ein Auto. Hast du jemals an einem Schönheitswettbewerb teilgenommen? Ja, in der Highschool war ich dreimal Schönheitskönigin. Dreimal. Süß. Wann glaubst du, hast du mehr als 10.000 Follower? Ich habe mehr als 15.000. Was ist dein Lieblingssong von Mario Novembre? Von wem? OMG. WTF. FB. Facebook. Ernsthaft? Ich habe genug gehört. Du bist ein Misfit. Ein Misfit? Das ist der Squad für Loser. Regeln. Regel Nummer 1. In den Gängen läufst du nicht in der Mitte. Regel Nummer 2. In der Kantine ist auf dem Boden. Auf dem Boden? Ja, auf dem Boden. Und Regel Nummer 3. Du lässt die Finger von Stellas Eigentum. Justin. Okay, die Begrüßung war nicht ganz so herzlich, wie ich sie mir vorgestellt hatte. I just fly solo, solo, solo. I just fly solo, solo, solo. Hey, weißt du vielleicht, wo Bio ist? Mist. Weißt du, wo der Bioraum ist? Was? Klingt entspannt. Ja, ich fange den Tag am liebsten ganz ruhig an. Nick. Julia. You're a treasure hard to find. Was? Steht auf deiner Hand. Oh ja, ich schreibe Songs. Das ist für ein neues Lied. So was dachte ich mir schon. Biologie? Nee, das ist, das soll ein Song über die Liebe werden. Ich meine, weißt du, wo Biologie stattfindet? Ah, klar. Raum 166b. Okay. Okay. Danke. Danke. Gerne. Ein Misfit? Du? Ja, obwohl ich mein Lieblingsoutfit anhatte. Oh, Jule. Komm einfach zurück zu uns. Wenn du es schaffst, meine Eltern zu überzeugen, bekommst du meine ganze Nagellacksammlung. Alle 74 Fläschchen? Plus den Trockner. Ich vermisse dich. Ich dich auch, Soph. Booyah! Willkommen zu einem neuen Humboldt-Vlog, liebe Freunde. Eine neue Schule hat begonnen. Neues Glück, neues Pech, neue Hausaufgaben. Neue Zeitverschwendungen. Oh, und neue Opfer. Was? Okay, was hast du? Erfahren wir später, Freunde. Guten Morgen an alle Schülerinnen und Schüler und herzlich willkommen im neuen Schuljahr. Ich bin sehr stolz, dass wir dieses Jahr eine besondere Schülerin willkommen heißen dürfen. Ein internationales Multitalent, Julia Möller. Sie hat einen sehr erfolgreichen Vlog und sie ist gesegnet mit einer fabelhaften Stimme. Das war's dann. Hold me, be my only one. Why you walking away from me?
Why you walking away from me? You told me, I won't be lonely. Drei Komplimente von Frau Himmelmann innerhalb einer Minute. Now you walking away from me. Sie bestochen? Now you walking away from me. Cool. Danke. Und auch dieses Schuljahr beenden wir natürlich mit Wer erobert den begehrten Platz auf der Wall of Fame? Das wissen wir wohl alle schon. Der Sieger geht für ein Jahr in die United States of America. Wie kommst du gerade her? Hopp, hopp, meldet euch an. Namini Jack, was glaubst du? Bekommst du dieses Jahr mal einen Song fertig oder gehst du nach der Hälfte wieder stotternd von der Bühne? Mini Jack? Jack Diamond, mein Vater. Der Mann ist ein echter Superstar. Ganz schön schwer da mitzuhalten, oder? Und du? Was für eine Stimme. Ich bin wirklich zutiefst beeindruckt. Danke. Ja, du inspirierst mich. Ich würde sogar fast sagen, du berührst mich. Echt? Nein, natürlich nicht. Lass es mich ganz deutlich sagen, Miss Fit. Ich bin hier an der Schule des Gesangstalent. Kein Platz für Nachmacher. Kapiert? Aber ihr könnt mir das Singen nicht verbieten. Oh, aber das ist meine Schule. I can make you or break you. Anschließend haltet ihr eure Nägel kurz unter kaltes Wasser. Zum Frühstück gibt es diese Woche eine Blaubeere anstatt einer Traube. Sie hat die Intelligenz von einer Traube. Und das Beste habe ich ja ganz vergessen. Ich habe Super Mario November Neuigkeiten für euch. Er gibt ein exklusives Konzert für nur 10 Fans. Und guess what? Ich habe 3 Tickets. Ja, ich weiß, es ist super schade, dass ihr nicht dabei sein könnt. Aber dafür habe ich was für euch. I'm just a girl who likes to dream. And I'm ready for the world to see. Like a butterfly, I'll spread my wings. As long as I believe. Sie klingt echt mega anstrengend. Danke. Aber sie kann schon gut singen. Das hilft mir nicht gerade. Ich meinte natürlich nicht so schön wie du. Zu spät, Soph. Ach komm schon. Ein bisschen Konkurrenz kann nicht schaden. Aber was, wenn ich es nicht schaffe? Ich meine, live zu singen traue ich mich immer noch nicht. Komm schon, Jule, du schaffst das. Niemand ist besser als du. Mach sie fertig. Tu es. Fühl deine Power. Komm schon, Jule, das ist dein Moment. Glaub an dich und du kannst alles schaffen. Yeah! Mom. Alles in Ordnung, Schatz? Ja, alles okay. Das ist nur ein neuer Blog-Eintrag über positives Denken. Ach, okay. Du hast recht, Soph. Hallo und herzlich willkommen zu Darling Daisy Goes Crazy! Jack, Jack, hook! Runter vom Sofa und ab auf die Matte! Woohoo! Ich habe ein paar super tolle Übungen für Bauch, Beine und Po. Ja! Also, los geht's! Hey, Darling Daisy ist doch deine Mutter! Ich finde sie so cool! Weißt du, was ich richtig cool finde? Süße, du weißt schon, dass man so keine Bücher liest, oder? Alle Topmodels haben so angefangen. Wie mit Harry Potter auf dem Kopf, oder was? Ja, das Buch gibt mir eine gute Haltung. Das ist Topmodel-Regel Nummer 1. Und was ist, wenn du kein Topmodel wirst, Schatz? Dann werde ich Miss. Miss was? Und es gibt viele Miss. Es gibt Miss World, es gibt Miss Universe. Ich werde Miss von irgendwas, was zu mir passt. Miss... Fit. Ich wünschte, ich wäre dieses Buch. Das Buch hat aber Inhalt. Ja, und? Das passt nicht zu Mercedes, oder? Sprichst du sie nicht einfach an?
ansprechen? Ich? Mercedes? Ich meine, die Chance, dass sie mir überhaupt zuhört, liegt bei... Was? Multipliziert man Mercedes' Erscheinung mit ihrem Alter, kommt man auf einen Wahrscheinlichkeitswert von 1 zu 14.360.231. Vielleicht brauchst du dann einfach einen guten Anmachspruch. Einen guten Anmachspruch? Ich meine, damit ich überhaupt eine Chance bei Mercedes habe, brauche ich den perfekten Anmachspruch. Was machst du da? Snackchat. Warte mal, ich hab's. Hey, Mercedes, hast du vielleicht ein Pflaster für mich? Ich hab mich vorne am Knie verletzt, als ich dir verfiel. Hast du vielleicht noch einen anderen Spruch? Okay, okay, was ist mit dem hier? Hey, Mercedes, falls du mal wieder etwas Speicher brauchst, ich hab immer ein Plätzchen frei. Auf meiner Cloud, nein. Nein. Nein? Nein. Jetzt hab ich's, jetzt hab ich's! Hey, Mercedes, ich war auf der Suche nach dem seltensten Pokémon und mein Navi hat mich zu dir geführt. Anmachsprüche, mein Spezialgebiet. Warum gehst du nicht ran? Ich bin beschäftigt. Wie sieht's mit meiner 2 Plus aus? Oh du, das dauert leider etwas länger. Der Schulserver hat ein neues Sicherheitssystem. Das du selbst entwickelt hast? Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich es direkt hacken kann. Ich will meine Note bis Freitag. Ansonsten kannst du das Haarband von Mercedes vergessen. Haarband? Hä? Haarband für meine Haare. Ladies, ich habe eine Überraschung. Warum hast du ein Buch auf dem Kopf? Das ist Harry. Er hilft, die Topmodel zu werden. Ah, Personal Trainer? Wie fancy. Ich habe was für euch. Oh mein Gott, es ist eine echte Louis Vuitton. Die wollte ich schon haben, seitdem ich 6 bin. Das ist so toll. Wofür stehen eigentlich diese Buchstaben? Ja, das hier ist für euch. Revolutionär. In einem Labor in Südkorea entwickelt, es erneuert die Zellen der Epidermis in nur 24 Stunden. Es sieht leicht strange aus. Was ist da drin? Lavendel und gemahlener Schneckenschleim. So, nur für dich, mein schlankes Zuckerpüppchen. Mein Lieblingsgeräusch. 4 Generationen der Familie Himmelmann haben diese Schule mit Auszeichnung abgeschlossen. Und ich lasse es nicht zu, dass du der Erste bist, der das nicht schafft. Verbessere dich in Englisch mindestens auf eine 3. Ja, und wie? Vielleicht versuchst du es mal mit Lernen? Ich habe mal drüber nachgedacht, ein Buch zu lesen, anstatt so viel Sport zu machen. Na dann, ich bin gespannt. Sie Apple, does not, fall, far from the tree. Englisch-Nachhilfe? Das dürfte doch kein Problem sein für Miss Number One, oder? Wieso fragen Sie nicht einfach einen richtigen Englischlehrer, Herr Himmelfrau, Frau Himmelmann? Jemand im gleichen Alter ist besser. Ich weiß nicht. Ich habe das M für Misfit auf deinem Schließfach gesehen. Und? Würdest du gerne zurück nach Amerika, Julia? Du musst nur Humboldts Supertalent gewinnen und schwupps bist du auf dem Weg in die USA. Wie das? Sorg einfach dafür, dass dein Englisch gut genug wird. Für eine 3. Wenn ich ihrem Sohn zu einer 3 verhelfe, dann gewinne ich den Contest? Und sitz am Ende des Jahres im Flieger nach Amerika. Aber das ist Betrug. Du kannst es natürlich auf eigene Faust versuchen, aber Julia, wie groß ist deine Chance? Du hast die Wahl. Amerika oder Misfit? Light pours in through my window. Paint your shadow on the wall. On the wall. Leave me feeling like a widow. Hey, cool, dass du dich angemeldet hast. Aber warum denn oder was anderes? Du singst doch total gut. Ja, ich kann singen, aber es gibt ein kleines Problem. Was denn? Ich traue mich nicht live vor Publikum zu singen. Ja, und? Du weißt schon. Oh. Ich muss mich übergeben, vor Lampenfieber.
Das ist natürlich nicht so optimal, vor Publikum zu kotzen. Aber hey, wie wär's, wenn ich dir helfe, vor Publikum aufzutreten, ohne dich zu übergeben? Und du hilfst mir dafür, einen meiner Songs zu Ende zu schreiben? Oder lass uns den Auftritt einfach zusammen machen? Hä? Ach, ich weiß nicht. Du hast ja nichts zu verlieren, oder? Und wenn man zweifelt, dann muss man es manchmal einfach machen. Dir? Dir. Oh mein Gott. Was? Miss Fit Möller wird am Contest teilnehmen. Was? Okay, findet heraus, was ihre Schwachstellen sind. Vielleicht hat sie ja gar keine. Ja, und vielleicht wirst du auch irgendwann mal Raketenwissenschaftlerin. Jeder hat seine Schwachstellen. Miss Fit Möller wird jeden Tag unangenehmer. Der werde ich zeigen. Okay, nicht nachdenken, einfach machen. Also singen, nicht kotzen, check. Frau Himmelmanns Sohn zu einer Drei verhelfen, check. Just fix it, Julia. Sorg dafür, dass du es in dieses Flugzeug zurück nach Amerika schaffst. Justin? Das ist jetzt nicht wahr. Du bist Frau Himmelmanns Sohn und Stellas Freund. Super heiß, beliebt, sportlich und... Bist du auch zur Nachhilfe? Nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Ah, du gibst mir Nachhilfe. Gut kombiniert. Dann gehört dieser Körper in der nächsten Stunde nur dir. Moment. Bin sofort zurück. Weiß Stella vom Nachhilfeunterricht? Die würde mich umbringen, die ist extrem eifersüchtig. Okay, Justin. Du brauchst eine 3 in Englisch. Auf welcher Note stehst du jetzt? Ich muss nur 2 Noten besser werden. Also auf einer 5. Great. Ja, dann fangen wir an. I'm so ready dafür. Die Chance, dass ich diesen Hohlkopf auf eine 3 bringen kann, ist gleich 0. Bye, bye, Amerika. Nick? Hi. Hey, wir suchen diese Julia. Wohnt die zufällig hier? Oh. ich wollte dir was für den Contest zeigen. Ja klar, kommt rein. Sag mal, was hörst du eigentlich für komische Musik? Das ist Maria Novembre. Ich finde die Musik echt nice. Boah, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Hatte wirklich einen miesen Tag. Ja, gute Tage sind langweilig. Sie sind die schlechten, die man nie vergisst. Ich habe mir was überlegt für unseren Song. Willst du mal hören? Ja, klar. Noch nicht ganz fertig. Ja, aber es ist echt gut, Nick. Danke. Ja, genauso gut wie die 94 anderen Songs, die du noch nicht zu Ende geschrieben hast. Wie wär's denn mal, wenn du wirklich einen fertig machst? So wie dein Vater. Nein, Zelda. Ja. Super Song. Zwar sein einziger, aber immerhin fertig, ne? Aber wenn du Nick dazu bringst, einen Song zu Ende zu schreiben, dann werde ich eine Woche lang Pink tragen. Pink? Also ich erinnere mich da an eine Zeit, da hast du sogar ganz schön oft Pink getragen, Zelda. Ja. Das ist Anna, a.k.a. Zelda. Ernsthaft, Zelda, das bist du? Ja, das bin ich. Da war ich aber auch noch Modeopfer meiner Mutter. Aber... Willst du mal was wirklich Lustiges sehen? Das darfst du aber niemandem verraten. Wer hat dieses Bild von Stella noch gesehen? Nur wir. Die Misfits. Als VIPs tragen wir große Verantwortung für die ganze Schule. Wir müssen immer perfekt aussehen. Und das Supertalent ist die Krönung. Leider können nicht alle so schön und perfekt sein. Und deswegen müsst ihr zwei euch umso mehr anstrengen. Aber als Belohnung hab ich Geschenke. OMG, ich liebe Unboxing. Für deinen Missauftritt. Wow, I love it.
Guck mal, wie das glitzert. Und für deinen Auftritt. So viel Glitzer. Au. Komm schon, zieh den Bauch ein, Süße. Okay, es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, aber keine Panik. Ich weiß genau, was zu tun ist. Photoshop? Nein, die Hanteln. Okay, here we go. Ich glaube, es ist Zeit für ein Waxing. Nein. Auf gar keinen Fall. Rein zufällig habe ich hier ein neues revolutionäres Produkt. Wer will zuerst? Also du machst es. Nein, du machst das. Ich hab dir doch gesagt, dass du das... Du sollst nicht mehr tragen, ich kann von dir mehr... Stopp! Girls, warum tun wir, was wir tun? Weil wir VIPs sind. Und warum ist es so besonders, eine VIP zu sein? Niemand? Erstens, alle Mädels wollen so sein wie wir. Zweitens, alle Jungs schauen uns an. Und drittens, alle Mädels wollen so sein wie wir. Hey, aber das war doch schon Punkt 1. Hör zu, Aussehen ist alles. Wahre Hässlichkeit kommt von? Außen. Ganz genau. Zeit für ein Update. Was ist Julias Schwachstelle? Hm? One, two, three. One, two, three. Denk an das TH. Deine Zunge muss gegen deine Zähne. Three. Okay, vergiss es. How old are you? I am Justin. Ich hab dich gefragt, wie alt du bist. Das ist doch nicht gleich so schwierig. Schwierig? Für Kinder? Ja, kennst du. Ganz kleine Kinder. Bücher sind einfach nicht so mein Ding. Ach, echt. Aber hey, findest du nicht auch, dass mein Musculus gluteus maximus gewachsen ist? Was? Ja, mein Arschmuskel. Willst du die drei überhaupt schaffen? Was hast du gesagt? Justin ist wirklich schlecht in Englisch. Und genau deshalb bin ich so froh, dass du jetzt hier bist. Nein, sie verstehen mich nicht. Er ist wirklich sehr schlecht. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Aber... Kann ich dich was fragen? Willst du das perfekte Ende für mein Lied sein? Bitte? Das willst du ihr so sagen? Ja. Okay, nein, das musst du noch mal überarbeiten. Meinst du? Ja. Und mein Erfolgsrezept ist, die Zahlen sprechen zu mir. Und sie sagen mir, die Wahrscheinlichkeit, dass Selena Gomez und Justin Bieber irgendwann mal heiraten werden, ist ungefähr 1000-mal größer, als dass du mit diesem Spruch landen wirst. Für wen ist das Ganze eigentlich? Also sie ist nett und witzig und hübsch. Warte mal, aber Mercedes gehört sowas von mir, ja? Und sie ist schlau. Oh, dann ist ja gut. Ja, also ich habe hier gerade den perfekten Anmachspruch für dich, mit dem du ganz sicher das Eis brechen wirst. Und das Beste ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du bei ihr landen wirst, ist 99,5%. Okay. Perfekt, also schreib ihn direkt auf. Hier kommt der Bro. Willst du mein System mit deiner Liebe updaten? Updaten wegen Date und ja. Verstehst du? Perfekt, oder? Also, mit dem wirst du sicher bei ihr landen. Julia, willst du mein System mit deiner Liebe updaten? Willst du mein System mit deiner Liebe updaten? Gotta move on. It is gotta change. Hey. Nick. Wie geht's? Gut. Willst du... Will ich was? Willst du mein System... Dein System? Updaten. Wollen wir vielleicht mal was zusammen unternehmen? Ja, sehr gern. Aber ich kann nicht. Okay. Ich muss los. Und Justin so schnell wie möglich zu einer 3 in Englisch verhelfen, damit ich den Contest gewinne und zurück nach Amerika kann. Umzugskisten auspacken.
Habe ich das gerade wirklich gesagt? Klar, verstehe ich. Wir sehen uns morgen, okay? Ja, bis morgen. Schön zu sehen, dass du mit deiner Nase in den Büchern steckst. Aber ich steck doch gar nicht mit meinem... Ah. Wofür trainierst du eigentlich? Ich meine, wie viel muskulöser willst du noch werden? Na, für die Armwrestling-Mega-Challenge nächstes Wochenende. Ach, und das kannst du gut aussprechen. Operation Muskeln ins Gehirn transplantieren. What is your name? My name is Justin. What's your favorite color? My favorite color is blue. One. Two. Three. Ah. Nach einem echt blöden Start komme ich meiner Rückfahrkarte nach Amerika endlich ein Stückchen näher. Stopp. Jetzt kannst du die Augen aufmachen. Tada! Dein Publikum. Und so kannst du üben. Das ist lieb, Nick. Aber beim Contest werde ich vor echten Menschen auftreten. Okay, mach die Augen noch mal zu. Und jetzt stellst du dir vor, dass du auf einer echten Bühne stehst. Und dann such dir jemanden im Publikum aus und sing nur für diese eine Person. Du musst nur Humboldts Supertalent gewinnen und schwupps bist du auf dem Weg in die USA. Sag's ihm, Julia. Ich muss dir was erzählen. Was denn? Hey, Winnie Jack! Was machst du hier? Das darf ich leider noch nicht verraten, aber ich dachte mir, ihr beide könntet vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen von einem richtigen Profi. Dem Rockstar von Humboldt Supertalent. Ja! Oh, hey, und du musst Lovely Julia sein. Herr Diamond. Ah, come on, nenn mich ruhig Jack. Professioneller Sänger und Hitschreiber mit einem Fanclub, wo die meisten Frauen bereits das Rentenalter erreicht haben. Aber nicht unwichtig, ehemaliger Humboldt-Schüler. Dad, ich glaube, wir kommen schon ganz gut zu zweit klar. Ah, als ich in eurem Alter war und das erste Mal mit meiner Gitarre auf die Bühne gegangen bin, da habe ich was gelernt. Ich habe gelernt, dass es nicht darum geht, wie toll du spielst, sondern darum, das Publikum zu unterhalten. Hattest du nie Angst davor, vor Publikum zu singen? Angst? Ich habe mir vor Angst in die Hose gemacht. Also, mir passiert da was anderes. Übelkeit. Lampenfieber. Okay, schließ die Augen.
Das hat Nick auch schon. Mach jetzt einfach deine Augen zu. Okay. Du stehst jetzt auf der Bühne. Spürst du die Bretter unter deinen Füßen? Hörst du das Publikum? Julia! Julia! Siehst du das Publikum? Da hinten, das kleine Pummelchen und da vorne, das verliebte Pärchen. Ja, der Saal ist voll. Und jetzt? Jetzt stell dir vor, alle hier, das ganze Publikum ist nackt. Danke, Dad. Ich glaube, wir haben erstmal genug von deinen Jacknips. Kids, habt ihr schon gehört? Right Here Baby wurde neu aufgelegt. Ich weiß. Right here, right here now. Right here, right here, baby. Woo! Ja, mein Dad. Halt dich von dieser Misfit fern. Mach dir doch keine Sorgen, Schatz. Sie gibt mir eine Nachhilfe in Englisch. Ja, klar. Du meinst wohl eher Biologie. Du bist so süß, wenn du dich aufregst. Okay, geh. Geh. Süße. Hm? Ich kenne die Schwachstelle von Miss Wittmöller. Die Show wird dieses Jahr von einem Mann moderiert, den muss ich euch eigentlich gar nicht vorstellen. Er ist ehemaliger Humboldt-Schüler und eine wahre Legende. Jack Diamond! Ein Mann, eine absolute Sensation, Freunde. Er kennt keine Gnade. Seine Moves, seine Skills sind absolut unvergleichbar, Freunde. Und das bitte nicht draußen machen. Okay? Yeah! Danke, Frau Himmelmann. Nice. Leute, es ist eine megamäßige Ehre für mich, dieses Jahr Humboldt Supertalent moderieren zu dürfen. Und ich bin besonders stolz, weil mein Sohn Nick, wo ist er? Nick. Weil er und seine Julia mit einer eigenen Komposition am Start sind. So wie ich damals, als ich als junger Sänger das erste Mal mir meine Sporen verdiente und mit Gitarre. Ja. Woo! Woo! Ja. Yeah. Vielen Dank, Jack. Nun, ich weiß, dass einige von euch schon seit Nächten wach liegen und sich fragen, was wird Stella an ihrem Auftritt machen? Was wird sie anziehen? Wie wird sie ihre Haare machen? Zum Zopf, Dutt oder geflochten? Wer weiß das schon? Und deswegen habe ich beschlossen, dass dieses Jahr einer von euch entscheiden darf, wie ich meine Haare trage. Und der Glückspilz ist... Julia! Ja, dann komm mal zu mir nach oben. Ja, das war natürlich nur ein Spaß. Ich lasse niemanden entscheiden, wie ich meine Haare trage. Aber jetzt, wo du schon mal hier bist, könntest du uns doch eine kleine Kostprobe von deinem Song geben. Hm? Das wäre doch was. Sieh es als kleinen Vorsprung. Sing nur für mich. Was soll ich sagen? Ich glaube, das war alles ein bisschen viel für die Arme. Hier, für dich, Pechvogel. Ist das das Einzige, was du auftreiben konntest? Naja, es gab das oder das hier. Hier. Ich höre auf. Wir haben eine Abmachung. Und an die wirst du dich halten. Stehen, wo willst du denn hin? Ich will hier weg. Niemand auf der Humboldt mag mich. Das stimmt doch gar nicht. Ich will, dass du bleibst. Wirklich? Ja. Ich meine, das ist so ziemlich das Netteste, was ich jemals jemandem gesagt habe. Wollen wir was Schönes machen? Hm, Jule? Okay. Komm. Ich habe jetzt echt total Lust auf Smoothies. Das war eine gute Idee, Zelda. Ja,
Und wenn das nicht hilft, dann haben wir ja immer noch das hier, ne? Kann ich euch was bringen? Wir hätten gerne... Hey, wir wollten gerade bestellen. Mario Novembre und seine Crew? Okay, ganz ruhig, Julia. Das sind nur ein paar Jungs, die Musik machen. Nichts Besonderes. Alles, was ich tun muss, ist was Passendes zu sagen. Vielleicht was übers Singen oder was Schlaues. Julia, sag irgendwas Intelligentes. Schöne Augen. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Sorry, ich wollte mich nicht vordrängeln. Oh, kein Problem. Ich habe einfach total Lust auf Mario und auf Smoothies. Hey. Hi. Oh, aber wenn ihr zu einem Auftritt müsst oder so, dann dürft ihr natürlich zuerst bestellen. Cool. Wir wollten gleich ins Studio, um neue Songs aufzunehmen und so. Sie macht auch Musik. Echt? Ja, aber gute. Wie heißt du eigentlich? Wow, okay. Ich würde gerne mal was von dir hören. Echt? Mhm. Ich habe ein paar Songs auf YouTube. Julia Möller. Ich schreibe auch eigene Lieder. Julia Möller. Werde ich mir mal anschauen. Garantiert. Hier, für dich. Hey, danke. Sowas habe ich echt gebraucht. Mein Tag war so mies. Gute Tage sind langweilig. Es sind die schlechten, die du nie vergisst. Wir sehen uns. Mach alle neidisch mit deinen perfekten Pics auf Instagram. Instagram. Und vielleicht wird dann mein Popular Way of Life zu eurem Popular Way of Life. Make life beautiful again. What? Ich muss gleich kotzen. Liebtheitstutorial? Dann doch lieber eins über den ersten Kuss. Moment. Hey, hast du noch nie jemanden geküsst? Ja und? Wenn schon, ist das schlimm? Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur, dass du vielleicht... Du hast noch nie jemanden geküsst? Aber du hast mir doch immer erzählt von diesem einen Mal da im Sommercamp. Hey, wisst ihr, was ich mich echt frage? Warum Stella glaubt, dass es im Leben nur darum geht, bei allen beliebt zu sein? Mhm. Warum sie den Quatsch, den sie da redet, auch echt noch selbst glaubt. Und mit ihr die halbe Schule. Also ich nicht. Ich auch nicht. Ich erst recht nicht. Möchtest du tragen, was du willst? Dich schminken, wie du willst? Tun, was du willst? Dann befolge nicht meine goldenen Mode- und Make-up-Regeln. Sei ein Misfit! Willst du die perfekten Pics auf Instagram? Oder möchtest du lieber einfach echt sein? Sei ein Misfit! Alle Jungs werden dich toll finden, wenn wir alle nur wir selbst sind. Life is already beautiful. Das Leben ist schön. Schließ dich uns an und lass dein Leben nicht von anderen bestimmen. Ich folge rasend eifersüchtig dem Popular Beautiful Way of Life von den Misfits. Überall in der Schule sehen wir den Buchstaben M. Wir haben ihn einmal hier auf dem Rucksack und auf allen Klamotten, die man sich vorstellen kann. Wirklich überall. Auch die Jungs sind mit am Start. Und sogar hier auf... Okay, vielleicht nicht überall. Misfit Darling Daisy ist auch... Woo! Leute, ihr habt mir echt die Augen geöffnet. Von jetzt an werde ich einfach ich selber sein. Komm her. Ich höre auf. Ich will den Deal nicht mehr. Er ist unehrlich und so bin ich nicht. Und was dann? Willst du für den Rest deiner Schulzeit ein Misfit sein? Ja, und ich bin stolz drauf. Wir schaffen die drei, egal was deine Mutter sagt oder Stella oder wer auch immer. Ich gebe dir weiter Nachhilfe, egal was kommt. Bist du bereit? Yes! Das schreit nach. Maniküre? Nein. Rache. Möchtest du tragen, was du willst? Schminken, wie du willst. Schließ dich uns an und lass dein Leben nicht von anderen bestimmen. Stimmt. Das schreit nach Rache. Oh ja. Stella, was ziehen wir eigentlich auf das Meet and Greet mit Mario Novembre an? Oh. Ich werde Gucci tragen. Er wird verrückt nach mir sein. Mhm.
Du siehst da genauso aus wie deine Mutter. Maxi. Kennst du dich mit Smartboards aus? Smartboard? Mein Spezialgebiet! Ey, es ist voll locker, so ein Trainingsanzug, oder? So toll. Man kann die Haare in den Beinen noch nicht mehr sehen. Nie wieder waxen. Sag mal, Süße, passt dein Lippenstift eigentlich zu deinem Outfit? Keine Ahnung. Ich hab seit 2 Tagen nicht mehr in den Spiegel geguckt. Ist ja auch egal. Es geht dir auch noch viel schlimmer. Sag mal, Stella, sehen wir uns heute Abend beim Konzert von Mario November? Soll ja voll exklusiv sein. Obwohl, wenn ich mir so dein Gesicht ansehe, wahrscheinlich eher nicht, hm? Ja, schade. Was verstehst du von Sicherheitskameras? Nichts, sorry. Sicherheitskameras? Mein Spezialgebiet. Hier, alle Überwachungsaufnahmen der letzten 6 Monate aus Vollmimmers Büro. Hey, und mein Haarband? Leute, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Und zwar gehen wir auf ein Privatkonzert von Mario November. Yes! Mit Meet and Greet. Ich freue mich mega. Let's go! For each other, forget the rest, cause I can feel that you are bothered. My number one, I shout it out loud. I'm going high, touching the clouds. We two are meant for each other. Forget the rest, cause I can feel that you are bothered. My number one, I shout it out loud. I'm going high, touching the clouds. Wow, der Auftritt war der Wahnsinn. Und ich kann ihn sogar berühren. Und Mario, ich glaube, ihr habt große Neuigkeiten, oder? Ja, denn seit heute Abend sind meine Jungs und ich offiziell Misfits! Würdest du gerne zurück nach Amerika, Julia? Du musst nur Humboldts Supertalent gewinnen und schwupps bist du auf dem Weg in die USA. Wie das? Sorg einfach dafür, dass dein Englisch gut genug wird. Für eine 3. Liebe Humboldt-Schülerinnen und Schüler, aus besonderem Anlass bitte ich um eure Aufmerksamkeit. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben einen Verräter unter uns. Jemand, der das Humboldt-Supertalent sabotiert. Der die Schulleitung, die Schüler und sogar seine eigenen Freunde für seine Zwecke benutzt. Ich zeige euch jetzt ein Video, doch der Inhalt kann schockierend sein. Würdest du gerne zurück nach Amerika, Julia? Du musst nur Humboldts Supertalent gewinnen und schwupps bist du auf dem Weg in die USA. Wie das? Sorg einfach dafür, dass dein Englisch gut genug wird. Für eine 3. Wenn ich ihrem Sohn zu einer 3 verhelfe, dann gewinne ich den Contest und sitze am Ende des Jahres im Flieger nach Amerika. Zeit für die Tränen. Wir alle haben Talent. Aber was hat der Contest für einen Sinn, wenn Julia eh gewinnt? Ich habe den Deal schon längst platzen lassen. Petals on my skin. Hi, this is Sophie. Leave a message. Tell me how. Sophie, ich habe was ganz Dummes gemacht. Ruf mich zurück. Hey,
Das ist die Mailbox von Nick. Hinterlass mir einfach eine Nachricht, dann ruf ich dich zurück. Nick, es tut mir leid. Sprich mit mir. Don't need a solution, I don't need a reason, no, I just sail away and go. Say bye to the feelings, that's what I want, I don't need you, no. I just fly solo, solo, solo. Weg. Komm schon, jetzt sei nicht so. Was willst du? Nick, ich will mit dir reden. Bitte, dann red. Ich kann verstehen, dass du sauer bist. Ja? Schön, dass du das verstehen kannst. Es tut mir leid, dass ich es versaut habe. Aber ich möchte, dass du bei der Show mitmachst und unser Lied spielst. Unser Lied? Sorry, Julia, aber das war mal unser Lied. Jetzt ist es einfach nur noch eins dieser Lieder, die nicht fertig werden. Aber ich weiß, wie wichtig dir der Auftritt ist. Du hast mich angelogen. To be or not to be? That is the question. Ich hab's geschafft. Ich hab die 3+. Wir haben's geschafft. Wie schön. Ja, dank dir, Missy Misfit. Du kannst viel mehr, als du dir zutraust. Warum hast du dich auf den Deal mit meiner Mutter eingelassen? Weil ich zurück nach Hause wollte. Nach Amerika, zu meinen Freunden. Glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass ich den Deal schon längst abgeblasen habe? Klar glaube ich dir. Du bist meine Englischlehrerin. Aber du hast mich die ganze Zeit weiter unterrichtet. Warum hast du nichts gesagt? Weil man manchmal hofft, dass die Dinge sich einfach von alleine erledigen. Aber das tun sie nicht. Ich bin echt sehr stolz auf dich. Dir ist schon klar, dass ich eine Menge Ärger bekommen kann wegen dieser Videos. Und ich habe keine Lust, wegen einer Zickerei zwischen dir und Julia meinen Job zu verlieren. Ja, und wie kann ich Ihnen da helfen, Frau Himmelmann? Ich möchte, dass du die Aufnahmen vernichtest. Und was ist, wenn ich das nicht mache? Dann sorge ich persönlich dafür, dass du dieses Jahr Humboldt Supertalent nicht gewinnen wirst. Ich werde jetzt doch versetzt. Und das nur wegen Julia. Ja? Glückwunsch. Ich hoffe, sie nimmt schnell das Flugzeug zurück nach Amerika. Wusstest du, dass sie mich die ganze Zeit weiter unterrichtet hat? Und das, obwohl sie diesen Deal mit meiner Mutter schon längst abgeblasen hatte? Ja. Und wer hat dir das erzählt? Julia wahrscheinlich. Und das glaubst du ihr. Machen wir uns doch nichts vor, wir haben doch alle das Video gesehen. Und wer hat uns das Video gezeigt? Hä? Stella. Ich meine, ich liebe sie, aber du weißt, wie sie ist. Sie manipuliert. Und was schlägst du jetzt vor? Dass wir uns die Überwachungsvideos nochmal anschauen. Jungs und Mädels, es ist nur noch eine Stunde bis zu der riesengroßen Show. Schaut weiter diesen Vlog, um nichts zu verpassen. Hey Julia, ich bin schon total gespannt auf euren Song Like Lovers Do und ich drück dir ganz fest die Daumen. Es wird keinen großen Auftritt geben und Nick will mich nicht mehr sehen. Wieso nicht? Weil ich ein Volltrottel bin. Ich hab den Jungen, den ich mag, angelogen. Und jetzt? Nichts. Komm schon, Julia. Bist du ein Drückeberger oder ein Kämpfer? Ein Drückekämpfer? Sag doch Nick einfach, was er dir bedeutet. Ja, aber wie denn? Du musst für ihn singen. Du musst euer Lied für ihn singen, beim Contest. Vergiss es. Komm schon, Julia. Willst du Nick zeigen, was du für ihn empfindest oder nicht? Ja, natürlich. Zieh dich an. Wir sind unterwegs. Was? Jetzt? Ja, los!
Hey. Warum sagt mir, dass es nicht wahr ist? Doch. Wir und ich treten nicht mehr zusammen auf. Aber ihr habt monatelang dafür geübt. Ja, ich weiß. Manchmal braucht man einfach nur einen einzigen Song. Ja, ich weiß, Dad. Nein. Ich meinte, manchmal braucht man einfach nur eine Gelegenheit, um etwas wieder in Ordnung zu bringen. Ich muss aber nichts wieder in Ordnung bringen. Das ist doch keine Entschuldigung. Ja, vielleicht. Aber ich bin trotzdem raus. Nick. Ich bin mein ganzes Leben lang nur einem einzigen Song hinterhergerannt. Du kannst so viel mehr als das. Und nun, Freunde, der Moderator, die Legende, Jack Diamond! Damit uns niemand erkennt. Und warum bekomme ich den Esel? Dreimal darfst du raten. Komm. Stopp. Okay, ich gehe als erstes. Und ich kann euch versprechen, eine Jury wie in diesem Jahr gab es noch nie zuvor bei Humboldt Supertalent. Und hier ist sie, unsere Jury! Bitte begrüßt mit mir als erstes eine Frau, die mit vielen Talenten gesegnet ist. Eine Entertainerin, Moderatorin und Schauspielerin. Joyce! Der Erfolgsmusikproduzent Jake Williams! Und last but not least, Marie-Louise Müller! Wir geben auch hier direkt Vollgas und starten mit unserem ersten Act auf der Bühne. Unser erstes Talent. Applaus für Sascha! I'm in the backseat of a speeding car. 100 miles an hour, don't know where we are. I can't stop the feeling, can't stop the feeling. I just wanna rush into you. Gut, ich kümmere mich. Die Kamera oben an der Decke und du dich um die Festplatte im Schrank. Sag mir, woher weißt du das eigentlich alles? Hast du die Aufnahmen gesehen, auf denen ich das fette M an die Sporthalle sprühe? Nee. Mhm. Ah, du warst schon mal hier. Exakt. Okay, bereit? Name Zelda? Der Schrank, den du meintest, das ist jetzt ein Safe. You know you wanna kick it, kiss me, baby. You don't need to say a word, I can read your lips. Kennst du dich mit Safes aus? Safes? Sind mein Spezialgebiet. Julia, komm! Sauf, das ist gerade nicht der beste Moment, um anzurufen. Ich werde singen. Los, komm! Ja, ich komme. Wünsch mir Glück. Hi. Hey. Für die Nerven, zur Beruhigung. Danke. Der Jury dafür danken, dass sie mein Talent erkannt haben. Mein wahres Talent.
In einer Welt voller billiger Stella-Kopien. Stella, du bist als Letzte dran. Mit dieser selbstentwickelten Software kann ich jeden Safe knacken. Ausgezeichnet. Und wie lange wird es dauern? Vielleicht ein paar Stunden. Ein paar Stunden? Ich gebe dir ein paar Minuten. Okay, das wird auch reichen. Hi Jungs, was führt ihr uns heute vor? Ich würde sagen, wir rocken das Haus mit Beatbox. Seid ihr alle gut drauf? Sehr gut. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Ich sag Kombo und ihr seid Highschool. Kombo. Highschool. Ich sag Kombo und ihr seid Highschool. Ich bin so aufgeregt. Leute, haltet euch fest. Ich hab doch gesagt, Safe ist in mein Spezialgebiet. Und wie bekommen wir jetzt die Überwachungsvideos von diesem Ding darunter? Lustig, du bist schon der Zweite, der mich das fragt. Stella? Ja, sie hat mich gefragt, ob ich erst alle Sachen raussuche und sie dann vernichte. Warte, das heißt, dass dieses Ding jetzt hier leer ist, genau. Oh. Und das hast du uns nicht vorher sagen können? Also Frau Himmelmann wollte, dass Stella die Aufnahmen vernichtet und dann hab ich das für sie getan. Aber, was beide nicht wissen, ist, dass alle Sicherheitsaufnahmen auch auf der Schulcloud gespeichert werden. Und lass mich raten, das ist dein Spezialgebiet? Nein, das ist unser Spezialgebiet. Unser? Leute, der Adler kreist über dem Horst. Over. Bestätige. Warte mal, haben wir uns wirklich auf diesen Code geeinigt? Ja, safe haben wir das. Und er bedeutet, wir starten jetzt etwas mega Fettes. Schon klar, aber ich dachte, wir haben uns für meinen Code entschieden. Operation Ligma. Ligma? Ernsthaft? Vollkommen unwichtig. Ich brauche euch beide jetzt. Stand by. Ja, stand by. Wir brechen in den Serverraum ein. Let's go. Okay, ihr haltet Wache, während wir dieses Baby in einer Sekunde öffnen. Bin an euch dran. Großartig. Jetzt musst du nur noch den vierstelligen Code knacken. Glücklicher Zufall, dass Codeknacken mein Spezialgebiet ist. Warte mal, ist das nicht eigentlich mein Spezialgebiet? Ladies and Gentlemen, Mercedes. Wenn ich Humboldt Supertalent gewinne, dann werde ich mich für den Weltfrieden einsetzen. Und für benachteiligte Menschen. Und für Menschen ohne Prinzipien. Ich meine Privilegien. Und ich wünsche allen Menschen auf dieser Welt ganz viel Liebe. Und natürlich ganz viele Markenklamotten. Dankeschön, vielen Dank. Es ist Zeit. Für die Gewinnerin. Komm schon, beeil dich. Und? Die erste Zahl ist 6. 6. Susi, los, schneller! 4. Meine Mutter. Susi, bitte, bitte beeil dich. Und 2. Sie kommt. 5. Leute, kommt! Ich ändere den Code des Zahlenschlosses. Jetzt kommt niemand mehr rein. Bühne frei für die bezaubernde Stella Finkenstedt. First time I saw you, I crumbled before you. Felt such a fire inside. I knew I was fine.
that look in your eyes, forbidden and yet so alive. Keep it between us, between you and me. Who knows what this love could be? Okay, Leute, seht zu und lernt vom Meister. So. Und. Nein. Was denn? Nein. Hä? Die neue Crypto Firewall. Und was jetzt? Yannick? Hallo, bist du da? Ja, ich bin hier. Hast du dir jetzt Energy Drinks und Popcorn geholt? Nein, warum? Leute, wir haben ja ein Problem. Aha, Crypto S87XCP. Kein Problem. Keep it between us, between you and me. Who knows what this love could be? Okay, jetzt noch diese Szene rerouten, Passwörter klonen und. Geschafft. Oh, mein Gott. Ich hör auf. Ich will den Deal nicht mehr. Er ist unehrlich und so bin ich nicht. Und was dann? Willst du für den Rest deiner Schulzeit ein Misfit sein? Ja. Und ich bin stolz drauf. Das wirst du bereuen. Das müssen wir auf dem Bildschirm in der Aula kriegen. Ja, los, beeil dich. Okay, ja, ich kann das. Tu's für Nick. Das ist dein Moment. Und wir sind live! Wenn ich ihrem Sohn zu einer 3 verhelfe, dann gewinne ich den Contest und sitze am Ende des Jahres im Flieger nach Amerika. Aber das ist Betrug. Du kannst es natürlich auf eigene Faust versuchen, aber Julia, wie groß ist deine Chance? Du hast die Wahl. Amerika oder Misfit? Ich hör auf. Ich will den Deal nicht mehr. Er ist unehrlich und so bin ich nicht. Und was dann? Willst du für den Rest deiner Schulzeit ein Misfit sein? Ja, und ich bin stolz drauf. Komm schon, du schaffst das. Und dann such dir jemanden im Publikum aus und sing nur für diese eine Person. Hold on. I guess there's a secret only we know. There's something beautiful we hide from. I could write you a song, yeah. Spill out all the words we left unspoken. But what if it all amounts to nothing? I'm afraid to risk it all to tell ya. I've been giving up on loving, but I'm only running from the truth. I've been trying to deny it, but I'm always coming back to you. Just like lovers do.
just like lovers do. Just like lovers do. Just like lovers do. If I ask you now, would you run away with me to find out if there's a place where we're the in crowd? My heart is pounding harder with every second that I'm counting. I was lost for words, but now I'm shouting, and I'm not afraid of falling for ya. I've been giving up all I've been, but I'm only running from the truth. Just like lovers do. Mein Name ist Jack Diamond. I was right here, baby. Long live rock and roll. Und jetzt macht noch mal richtig Lärm für Mario November. I don't care if I get the looks. I'm an open book. Got my own grace. But I do wanna move like you. What a fancy view from my hopeless case. Yeah. Ich bin echt stolz auf dich. Mir hat mal jemand gesagt, wenn man zweifelt, muss man es manchmal einfach machen. But I like to move it. I can't swing, but I love the groove. I can't dance, but I like to move it. But I like to move it. I like to move it. I can't dance, but I like to move it. I can't swing, but I love the groove. I can't dance, but I like to move it. But I like to move it. I like to move it. Du hast auch, ja? Hey Zelda, würdest du mal mit mir ausgehen? Kannst du mir helfen? Ja. Ich brauche die perfekte Missrede. Missreden? Das ist dein Spezialgebiet? Ja, ich weiß. Und was für großartige Auftritte wir heute Abend gesehen haben. Es ist unfassbar. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken fürs fleißige Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Yeah! Ich fühle mich zu Hause in diesem fantastischen Land. Im Land von Nick und Zelda, von all den tollen und verrückten Squads und allen anderen, die da sonst noch unterwegs sind. Zu Hause ist, wo du dich wohlfühlst. Das kann überall sein. Und um dich gut zu fühlen, musst du nur eine einzige Sache tun. Einfach du selbst sein. We are the misfits, the dreamers, the mystics. Shout out the cool kids, we'll see you on your way down. Hey Cinderella, you won't cry forever. Remember the misfits, we'll make the difference.
I'm not perfect. Maybe I'm a little shy, a little bit nervous. And I get tongue-tied, I don't do it on purpose. But you ain't no better than me when it's just the two of us. We're lost, feeling so self-conscious. Stuck on a low, I wanna go. Hide from myself, I know, I know, I know why. It makes me cry. I can't give up living with or living without you. I come undone. Don't wanna let you down, so if you want, you can make believe and put the blame on me. It's worth it. Maybe it's a little crush, but I know we deserve it. Cause we're too close to touch while we're treading water, waiting for the tide to save us. Stuck on a low, I wanna go. Hide from myself, I know, I know, I know why. It makes me cry. I can't give up living with or living without you. I come undone. Don't wanna let you down, so if you want, you can make better.